Herzlich willkommen in Tokio, der größten Metropole der Welt. Wenn ihr in Japan denkt, denkt ihr sicher ans Gleiche wie wir, nämlich Sushi, Samurai und Sumo. Und letzteres wollten wir uns gerade ansehen. Allerdings nicht bei einem Turnier, weil das mega teuer ist, sondern hier beim Training. Das einzige Problem, wir sind zu spät. Ja, wir waren jetzt ungefähr um 8:30 hier. Wir sind schon vorbei, obwohl es normalerweise bis 10 Uhr dauert, aber es ist nicht so ganz sicher. Aber erstens ist das Einzige, was wir geplant haben, weil wir haben heute auch noch nicht gefrühstückt. Und wir sind auch nicht so traurig, dass wir es jetzt nicht ansehen konnten, weil wir kommen einfach morgen und hoffen, dass wir wieder ein bisschen mehr Glück haben. Es ist so verrückt, die Züge sind immer komplett voll von der U-Bahn, allerdings reden hier niemals. Muschel mit einem indischen Gewürz. Kostet jetzt Jakobsmuschel. Ich bin jetzt kein Fischgummi, er schmeckt fischig. Wow, unerwartet. Also laut meinem Übersetzer sind das jetzt Dorschaugen. Fischig. Und es ist so ganz bröselig irgendwie. Und ja, schmeckt nach Fisch. Einige von euch kennen sie wahrscheinlich noch. Das ist meine Mama. Die war letztes Jahr schon hier 2 Wochen und ist jetzt wieder 2 Wochen mit uns unterwegs. Wir sind hier gerade auf dem Fischmarkt, dem Tsuyuki-Fischmarkt. Das ist der größte Fischmarkt von ganz Japan und hier soll es mega gutes Sushi geben. Anscheinend sogar das beste Sushi der Welt. Und die Auswahl ist echt gigantisch. Also es gibt hier echt mega, mega viel Sushi. In Japan gibt es übrigens nur wenige landwirtschaftlich nutzbare Flächen und das sieht man auch an den Preisen für Obst und Gemüse. Wir kosten beispielsweise 8 Erdbeeren 20 Euro oder dort hinten Weintrauben gleich mal 30 Euro. Also mega, mega, mega teuer. Leute, das Kilo Orangen dort hinten kostet 65 Euro. 65 Euro für ein Kilo Orangen. Wer kann sich denn so etwas bitte leisten? Das ist übrigens der Grund, warum ich Fischmärkte eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann. Nämlich vor allem wegen den Krabben. Das sind meiner Meinung nach die ärmsten Tiere überhaupt. Die werden irgendwo lebendig reingepfercht, übereinander gestapelt. Ja, finde ich einfach brutal unnötig. Und kapiere es einfach nicht. Wir haben schon gesagt, wir haben extra nichts gefrühstückt, weil wir wollen natürlich am größten Fischmarkt der Welt auch Sushi essen, weil ja, was isst man sonst im Fisch in Japan? Und wir haben uns jetzt entschieden und ein bisschen herumgeschaut und essen jetzt dieses mega Sushi-Set und haben keine Ahnung, was es erwartet. Oh Gott. Schmeckt wie irgendeine Soße, die wir zu Hause auch haben, so eine zum Fleisch dazu. Ziemlich salzig und ich glaube, hier ist Krabbe. Ich habe keine Ahnung. Reis mit Fisch. Das schmeckt jedenfalls mega viel frischer als im Supermarkt. Kein Wunder, größter Fischmarkt der Welt. Ja, also das normale, typische Sushi, wie ich es kenne,
schmeckt mega gut und jetzt bin ich gespannt, was jetzt mit dem Fleisching der weitergeht. Das ist jetzt mega unerwartet. Ich dachte, roher Fisch schmeckt sicher nicht gut, aber das schmeckt richtig fruchtig. Also keine Ahnung, wie ich es auf der Fisch beschreibe. Aber echt gut, es ist jetzt nicht so intensiv, aber einfach gut. Einen richtig fetten Punkt auf meiner Bucketlist kann ich jetzt jedenfalls abhaken, nämlich Sushi essen in Japan. Das war eines der ersten Sachen, die ich mir bei der Weltreiseplanung damals draufgeschrieben habe. Ja, Fazit. Wir haben Sushi gegessen am größten Fischmarkt der Welt. War richtig frisch, war richtig gut, also nicht vom Geschmack so mega intensiv, wie man es vom Supermarkt kennt. Einfach ja, gut und so fruchtig würde ich es bei Obst beschreiben. Habe ich richtig gut gefunden, auch wenn ich es jetzt nicht jeden Tag essen werde. Also ich bin da nicht so ein Fischgourmet wie Patrick. Mir hat das jetzt, ja, es war ganz okay, aber ich brauche das jetzt eigentlich kein zweites Mal. Einmal genügt mir und dieses Sushi, was man beim 7-Eleven bekommt, genügt mir eigentlich auch. Aber es ist schön, das mal gekostet zu haben. Ja, sollte man auf jeden Fall gemacht haben, wenn man hier ist. Als dritten Punkt haben wir uns heute noch etwas gedacht, wovon alle hier schwärmen von Tokio. Nämlich das Digital Arts Museum. Das soll so mega genial sein. Und ich glaube, das wird auch der Höhepunkt heute. Also wir haben unsere Tickets schon im Vorhinein gebucht, aber es könnte sein, dass wir ein bisschen warten müssen. Okay, wir dachten, wir brauchen jetzt mal lange, aber 10 Sekunden später. Das ist der erste Raum, der so eine Blütenlandschaft darstellt. Das ist mega cool. Aquarium und hier schwimmen ganz viele Zeichnungen herum. Wir haben jetzt auch etwas gezeichnet. Eine Weltreisezeit hier geführt. Die wird jetzt hier hinten eingescannt und dann sollte die hier irgendwo auftauchen. Das ist mega cool, oder? Leute, dieses Museum war echt so mega, mega cool. Also wenn ihr hier seid, macht das unbedingt. Das zahlt sich sowas von aus. Wir hatten ja überlegt, ob wir das nicht machen, weil es ein bisschen teurer ist. Es zahlt sich aus. Ja, man darf sich aber nicht erwarten, dass hier zu viel Interaktion stattfindet. Es ist eher ein Kunsttechnik-interaktives Museum. Cool halt. Ja. Ja, morgen gehen wir zum Sumo-Ringen nochmal, also zum Training. Und stehen ein bisschen früher auf und hoffen, dass wir morgen mehr Glück haben. Also wir konnten heute sogar schon ein Bild machen. Aber wir hoffen, dass wir morgen sie auf dem Training erwischen. Guten Morgen, wir sind jetzt schon wieder bei der U-Bahn-Station und wir hoffen, dass wir heute mehr Glück haben mit den Sumo-Kämpfern und sie heute beim Training erwischen. Es ist eindeutig viel zu früh. Ja, wir sind früher aufgestanden. Aber ich bin fit.
heute hatten wir mehr Glück und was richtig cool ist, sie kommen auch raus und man kann mit ihnen dann ein Foto machen. Finden wir richtig lässig. Ich muss aber auch dazu sagen, sie sind nicht so begeistert davon. Ja, gestern ist auch einer rausgekommen, mit dem wir ein Bild gemacht haben, der ist von alleine rausgekommen, hatte voll die Freude dabei. Mhm. Heute, die waren nicht so motiviert. Aber wenn ihr herkommen wollt, am besten zwischen 6.30 Uhr und 10 Uhr, wobei wir also, sagen, früher kommen. Achtung. Also ich würde euch empfehlen, spätestens um 7 Uhr hier zu sein, weil heute waren wir 7:30, glaube ich, hier. Mhm. 7:30, 7:45 sowas. Und wir haben jetzt auch nicht mehr so viel gesehen. Also man muss wirklich, wirklich früh hier sein. Wir verlinken euch den Standort unten in der Beschreibung, damit ihr auch herkommen könnt. Ansonsten, wir dachten, dass viel mehr Touristen hier sind. War jetzt nicht so schlimm, wir waren ganz normal beim Fenster, weil wir schon im Internet gesehen hatten, dass sich hier eine richtige Traube bildet. Hatten wir jetzt zum Glück nicht. Eine tolle Erfahrung und können wir echt nur empfehlen. Und viel günstiger als ein Sumo-Wettkampf, als einen Sumo-Wettkampf anzusehen. Ja, die sind mega teuer. Ja. Das war's jetzt erstmal mit unseren ersten Eindrücken von Tokio. Wir machen es jetzt auf den Weg zum Meiji-Schrein. Das seht ihr aber dann erst im nächsten Video, das wir jetzt dann gleich beginnen werden. Also bis gleich.